Hallo und herzlich willkommen zurück in Power and Revolution bei unserem schönen Land, nicht wie es da steht Venezuela, sondern wie es hier steht Kolumbien, der Republik, bei der wir jetzt schon so viele Reformationen durchgeführt haben. So, wir treffen uns mit ein paar berühmten Persönlichkeiten. Oder wie sieht unser Kabinett aus? Oh, nicht sehr loyal. Bildungsminister mag mich nicht ganz so. Es geht aber noch. Wir müssen den Geheimdienst erhöhen, das wurde gesagt. Kampf gegen. Oh Gott, ist das wieder teuer. Hier. Bisschen mehr in den Geheimdienst investieren. Oh, ich kann jemanden ermorden lassen. Das ist doch nicht normal. Das werde ich nicht. Erstmal. Ich behalte mir natürlich alles vor. So, wo kann ich denn jetzt nochmal die berühmten Persönlichkeiten ansehen? Hier. Wir gucken mal nach. Einen bekannten Künstler. Nehmen wir mal. Die mag mich richtig. Älteste Person des Landes. Sie möchten mich bestimmt schon am Sonntag treffen. Älteste Person des Landes ist immer gut. Ein populärer Filmproduzent mag mich auch. Oh, bin ich ein beliebter Politiker, direkt auf 63% gekommen. Ui, ui, ui. Dann gehen wir nochmal in Künstler. Nehmen wir mal hier diesen politischen Journalist. Politische Journalist sind sehr wichtig. Weitere Schlüsselfiguren aus einer Sekte vielleicht mal. Der mystischen Eremiten. Und einen Intellektuellen. Intellektuelle mögen unser Land wahrscheinlich nicht ganz so. Wir nehmen mal hier den Physiker. Ach, die Physikerin. Warum steht denn da Physiker? Ja, ja. Schlecht übersetzt. Gewerkschaften. Immer gut. Ja, ich hole mir jetzt direkt mal ein paar Leute. Ich versuche hier ein bisschen beliebter zu machen. Ein Rechtsgesinnten. Beide mögen mich, bin ich nicht rechts genug für die. Ich versuche ja hier links zu werden. Ein bisschen nach links katapultieren. Darlehensgeber. Oh. Ui. Gehen mal vielleicht. Der Israelit mag mich eigentlich halbwegs. Oh. Der aus Katar. Der aus Katar. Sie werden eingeladen. Diesen Tag. Und dann treffen wir uns noch mit Ecuador. Ecuadorianischen Staatspräsident. Na. Macht man das nochmal? Ja, irgendwie ging das doch. Irgendwie konnte man doch hier auch in andere Länder gehen. Hallo, mein Gott. Egal. Sie haben gerade einen Gesetzentwurf zurückgezogen, der debattiert wurde. Kein Problem, denn die eigentliche Abstimmung hat noch nicht begonnen. Dadurch ist der Rückzug offiziell. Das habe ich dann noch. Das war das mit dem Wahlrecht. Akku ich jetzt nochmal schnell. Das geht nicht mehr. Aus dem zweiten. Ändern das Wahlsystem. Nee. Dauer der Legislaturperiode. Da würde ich mich unbeliebt machen. Heute Mandate. Unbegrenzt. Perfekt. Oh. Aha. Legislaturperiode. Auch etwas erhöhen. Ist ja ideal. So. Ich weiß immer noch, ich muss glaube ich in die Wirtschaft reingehen. Währung. Leitzins kann ich ändern. Ja. Dann tue ich aber natürlich nicht. Versuche ich vielleicht, man kann die Währung, meine ich auch, soweit ich weiß, ändern. Gibt es irgendwie eine Währungsunion?
in die EU. Vereinigten Staaten der Karibik. Nee. Andengemeinschaft. Das ist. Ach, da bin ich sogar drin. Bin ich nicht drin? Die Rio-Gruppe? Ah, doch, da bin ich auch drin. Perfekt. Dann haben wir noch den Internationalen Strafgerichtshof, da bin ich natürlich drin. Und die Welthandelsorganisation, da bin ich auch drin. Ich bin in all diesen drin. Ich bin in den Vereinigten Staaten der Karibik drin? Okay. Nicht Mitglied APEC. Kann ich die EU beantragen, einzutreten? Wahrscheinlich nicht. Was ist denn die PC? Gemeinschaft des Pazifik, ja. Brauche ich jetzt nicht. OECD. Wirtschaftliche Zusammenarbeit. Da kann ich vielleicht beantragen. Versuch mal die EU einzutreten. Ich unterstütze offiziell den Internationalen Strafgerichtshof. Und hier die WHO. So. Mache ich mich vielleicht etwas unbeliebt damit? Warten wir einen Tag ab. Menschenrechte. Oh, die Senioren und die Jugendlichen mögen mich nicht. Ui, Katastrophe in Australien wieder. Jetzt sende ich mal eine Finanzhilfe. Puh, ich habe selber kein Geld. Nee, Entschuldigung. Herr Präsident, unsere letzte Ansicht eine positive Bilanz gegenüber der Armut. Ach ja, stimmt, wir haben ja so eine hohe Armut. Oh Gott, wie kann ich das denn jetzt verbessern? Ja. Ins Wohnungswesen investieren. Gesetzeslage. Wohnungszulage für die niedrigen Einkommen. Das ist zu viel. Kritik der Mietenregeln. Gedeckelte Mieten. Ja. Das verbilligtes Darlehen, das reicht. Für so ein Land wie Kolumbien ist das erstmal ausreichend. Versucht natürlich irgendwann mal in den Wohlstand zu kommen, aber Hilfe für die Beschäftigung von Jugendlichen. Gesetzgebung. Sozialhilfesatz. So viel Katarat kann ich mir nicht leisten. Ah, durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit vielleicht leicht erhöhen. Das Ding des Arbeitslosengeldes, oh Gott. Dauer der Zahlung an. Mir leid. Mir sehr leid. Ich bin natürlich pazifistisch, ja, meine Politiken. Die Landwirtschaftskritik, hier Beschäftigung. Von der Kinderarbeit gehe ich tatsächlich mal was runter. Dafür gehe ich bei Beschäftigung für Ältere. Oh, na. Oh, nee. Bekämpfung der Diskriminierung bei Arbeitseinstellungen. Sowas finde ich sehr wichtig. Aber nein, ist zu teuer. Regierung von Behinderten. Nee, sowas kann ich mir nicht leisten. Die Arbeitsagentur. Oh! Ich nehme einfach bei der Kinderarbeit etwas weg. Kriege ich ein bisschen mehr Geld. So, und was wurde gerade noch bemängelt? Es wurde quasi alles bemängelt. Ach ja, Landwirtschaft zum Beispiel. Aktion. Verträge, neuer Vertrag. Welt. Jährliches Kaufvolumen. Ne, jährliches Verkaufsvolumen. Wählen Sie bitte ein Produkt. Kann kein Produkt wählen. Egal. So. Gracias de la yes. Kaffee. Gerne. Möchtet ihr im Alter noch Champagner trinken? Och, mit Vergnügen. Das sind 13. Och, sie lassen mich erröten. Haben Sie eigentlich für eine Stimme?
Meine Mätresse. Sie begraben uns alle. Ah, nein! Ihm. Wenn es Ihnen eine Freude macht. Mal sehen. Hören Sie, ich denke darüber nach. Und dann entscheide ich die Sache. Meine Mätresse. Ich bin total durcheinander. Ich darf nicht darüber nachdenken. Eigentlich nicht. Oh, zu liebenswert. Und noch was Interessantes? Das war's denn nicht. Oh, ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Ja. Ich bin sehr geehrt. So viele Männer und Frauen unseres schönen Landes haben Sie bereits erhalten. Und gleichzeitig ist es eine schwere Verantwortung. Ich werde mich bemühen, mich dieser Auszeichnung würdig zu erweisen. Oh, jetzt habe ich einfach mal eine Ehrenmedaille verdient. Die Ministerposten. Welchen Posten wollen Sie mir vorschlagen? Wer war denn nochmal der abtrünnige Minister? Entschuldigung, ich bin gleich wieder da. Wie sieht's Kabinett? Da hat mich doch einer nicht gemocht. Ja. Bildung. Möchten Sie unsere Bildungsminister? Ich bedauere. Aber wir haben ein paar Meinungsverschiedenheiten. Und die bleiben bestehen. Sie haben doch eine hundertprozentige Meinung von mir. Okay. Sie haben unleugbar in sich die grundsätzlichen Werte der Gesellschaft wie Liebe für die Familie und Respekt vor ihren Eltern. Möge der Himmel Sie und Ihre Politik beschützen. Was ist jetzt ein Kompliment? Sie haben unleugbar in sich die grundsätzlichen Werte der Gesellschaft. Ja, das war ein Lob. Ja, wenn eine Familie haben wir, glaube ich, Familienhilfen würde ich ja was dazulegen, aber Blut zu verhüten. Erlauben zulassen. Boah, das kostet mich was. Weniger mache. Oh, ich kann das verbieten. Legalisierung von Abtreibung. Anfrage legal, würde ich sagen. Was? Abtreibung. Tieren, so. Rechte Homosexueller. Oh, hier gibt's schon eine Ehe. Das reicht. Ja, kann man mal legalisieren. Das. Oh! Nee, dann tut's mir leid, dann kommt das in mein nächstes Wahlprogramm eben rein. Ich hätte mit einer linken Partei. Das spricht eher meiner Meinung. Aber nicht ganz. Bruttolöhne. In der Bildung können wir ein bisschen hochgehen. Dafür die anderen Vergewaltigung. Armeen, die kriegen alle ein bisschen weniger. Die Armee bekommt weniger Gehalt. Ja, Fernsehansprache. Sie haben gerade einen Gesetzentwurf zurückgezogen, der debattiert. Ich weiß. Das von mir verteidigte Gesetz ist gewagt, denn durch Reduzierung des derzeitigen verschwenderischen Lebensstils des Staates werde ich Haushaltsersparnisse verwirklichen, wodurch unsere Konten entlastet, die Staatsschulden verringert und unsere zukünftigen Generationen geschont werden. Der Staat muss als Vorbild vorangehen, und ich bin davon überzeugt, dass Sie diesem Prinzip folgen und mich dabei unterstützen werden. Mag es übrigens eine gute Anlehnung an Sharp. Keine Werbung. Gerne. Schwarz und stark, bitte. Ja, ja. Sehr gerne doch. Ja. Mit Vergnügen. Das nennt man Empfangen. Ja, ja. Das finde ich gut. So ist es, ja. Und Ihnen, Ihrer Familie, Ihren Nachbarn, wie geht's Ihnen? Ganz gut. Danke der Nachfrage.
Wenn es Ihnen eine Freude macht. Oh. Wenn es Ihnen eine Freude macht. Welchen Posten möchten Sie mir vorschlagen? Aber wir haben ein paar Meinungsverschiedenheiten. Ja, das kennen wir schon. Die Medaille der Nation kriegt auch nicht jeder hier. Die Frau, die war mir sympathisch. Die nicht hier irgendwie weglöscht. Oder ich kann mir die mal auf der Karte angucken, das habe ich noch nie gemacht. Der Chef der katholischen Gemeinde. Ach ja, stimmt, mit dem kann ich mich auch mal unterhalten. Despotismus, ach ja, ich habe ja jede Woche Autosave, das ist eigentlich unnötig. Jetzt müsst ihr ein bisschen Schwarzbild ertragen. Tut mir sehr leid. Ah, ist schon wieder weg. Ich kann derweil mal auf die Zeit gucken. 15 Minuten. Würde ich sagen, beenden wir auch diese Folge. Und ich sage, nachdem ich das gespeichert habe. Tschüss, Medus.